Sportlich. Und eine neue Zeitung, die wir vorlesen können. Ja, ist doch schön. Wandertag im Schneckenwald. Anlässlich des 60. Geburtstags des... Was steht da? Schließen? Was? Schließ und... Schneckengeges auf jeden Fall. Wandelten zahlreiche Tröbrucker auf den Spuren ihrer Kindheit zum Schnattgang. Keine Ahnung, was weiß ich. Schlummermorchel gefährdet. Eingriffe in die Pilzbestände in Trüberbrooker Umland. Trüberbrook. In den vergangenen Wochen wurden die Bestände der heimischen Schlummermorchel erneut Opfer allzu übereifriger Pilzsammler. Ein auswärtiger Pilzsammler wurde mit mehreren Kilo des giftigen Schlauchpilzes im Gepäck aufgegriffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Trüberbrooker Tribun weist aus diesem Anlass darauf hin, dass das Pilzsammeln kein Kavaliersdelikt ist, sondern den Tatbestand des Diebstahls bei der gefundenen Menge sogar des schweren Diebstahls erfüllt. Nach Angabe der Behörden werden Schlummermorcheln in der Drogenszene der Großstädte vermehrt zu psychoaktiven Tees verarbeitet. Die Kreisverwaltung Brookenlande bittet daher um ihre Mithilfe bei der Ergreifung unautorisierter Pilzwilderer und warnt dringend vor dem Konsum sämtlicher aus Schlummermorcheln hergestellten Substanzen. Die Folgen sind unabsehbar und die gesundheitlichen Risiken weitgehend unerforscht. Schleimspuren entdeckt. Trüberbrooker Dössel. Nach dem großen Doppelkopf-Sommerturnier, wir berichteten, kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall mit fatalen Folgen. Die 63-jährige drittplatzierte Katharina S. aus der kleinen Dreipolzer Straße rutschte auf einer Spur blauen, grünlichen Glibbers aus und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Wir wünschen gute Besserung. Die Substanz wurde zu weiteren Untersuchungen sichergestellt. Ja, das war unser kleiner Freund. Der Lazarus. Nebensaison im Bootsverleih. Trüberbrook, auch im Bootsverleih und Souvenirgeschäft Hades kehrt langsam die Nebensaison ein. Es gelten ab sofort die Öffnungszeiten für den Spätsommer Dienstag bis Sonntag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr Mittwoch. Nachmittags geschlossen, Montag Ruhetag. Geliehene Boote müssen bis 30 Minuten vor Ladenschluss zurück sein. Es besteht noch die Gelegenheit, eines der beliebten Dinosaurier-Schwimmtiere käuflich zu erwerben, steht da wahrscheinlich. Ein Fall fürs Ordnungsamt. Bei uns im Wald haben sie unsere mit Asche neben dem... extrem dumm. Ja, das ist immer Leute, die halt ihr Müll überliegen lassen. Das ist auch echt eine Frechheit. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Ja, kann man so sagen. Können wir hier eigentlich die Birnen mitnehmen? Die paar Früchte wird niemand vermissen. Genau, nehmen wir mit. Hier unten noch was? Ne, dann müssen wir ja runter. Hier gehen wir mal nach oben. Wen haben wir denn da? Das ist der Knecht, der von weggelaufen ist. Ist das fein. Wer immer das auch sein mag. Ist ein Privatgrundstück und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten. Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht. Ich verkaufe diese feinen Massagestäbe. Es gibt keinen Grund zur Gewalt. Ich wollte nicht stören. Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte gar nicht stören. Hast du das Schild nicht gelesen? Welches Schild? Meinen Sie das Draußenbleiben oder das Zutritt verboten, Schild? Ich habe sie gelesen und geflissentlich ignoriert. Schilder, welche Schilder? Schilder, welche Schilder? Welche Schilder? Witzig! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich sag's Ihnen und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher.
Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgradsoldat. Sind Sie von der CIA, BND, HVA, FBI, NSA? Raus damit! Ich heiße Tannhauser und bin Quantenphysiker. Ich bin kein Soldat, das muss sich um ein Missverständnis handeln. Ich bin von Grünflächen ab der Gemeinde Trüberbrug. Ich arbeite für das FBI. Bleiben wir mal ehrlich. Ich bin Quantenphysiker und mache Urlaub. Lügner, das ist lächerlich. Sag lieber die Wahrheit, sonst sag etwas. Warum liegt hier so viel Müll? Netter Hut, die Luft hier oben wird langsam dünn. Was ist mit ihrem Eichhörnchen? Was ist mit ihrem Eichhörnchen? Was für ein Eichhörnchen? Warum liegt hier so viel Müll? Okay, du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Tante Lotti. Solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Ach, dauert nur Jahre, bis er das mal alles erklärt und hat. Und so bin ich hier oben gelandet. Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Naja, ich weiß nicht. Übrigens. Ich will ja eigentlich eher nur Special so... Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig. Wir sind nicht über die Millennium-Kooperative. Schon mal den Begriff Saturn-Portal gehört. Was ist mit ihrem Ei? Was denn für ein Eichhörnchen? Was für ein Eichhörnchen denn? Wissen Sie Näheres über diese Millennium-Kooperative? Ich weiß, dass das ziemlich mächtige Leute sind. Ein Geheimbund. So wie die Freimaurer oder die Illuminati. Sie bleiben im Verborgenen und die Regierungen sind ihre Marionetten. Die führen irgendwas im Schilde, hier oben in den Bergen. Das war mir schon immer klar. Sie waren aber ganz schön tief im Kaninchenbau, Natürlich! Wirf mal einen Blick auf die alten sumerischen und babylonischen Schriften. Dann wirst du Muster erkennen. Ah! Okay. Hörst du das? Den Brummton! Stell ihn ab! Stell ihn ab! Aus, aus, aus! Das der ist auch fertig, oder? Die versuchen mich langsam in den Wahnsinn zu treiben mit ihrer atomaren Strahlung. Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Klar. In der Theorie beschreibt der Begriff eine Art von interdimensionaler Öffnung. Ein Tor zu den Sternen. Ein Knotenpunkt. Eine Kreuzung in der Raumzeit. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört. Na, was ist mit ihrem Eichhörnchen? Das muss ich einfach mal fragen. Das ist mein Freund Dösi. Dösi? Und Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Sie haben mich für verrückt erklärt. Und kann ich gar nicht nachvollziehen. Sanatorium gesteckt. Damals, als es noch ein echtes Sanatorium war. Und nicht das, was die Kooperative daraus gemacht hat. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass für Leute wie mich kein Platz in dieser Gesellschaft ist. Leute wie ich müssen verschwinden. Uns in Luft auflösen, untertauchen und wir müssen Widerstand leisten, bis unser Tag gekommen ist. Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Ja, alles obskure, theoretische Physik. Ein Vermischen von moderner Wissenschaft und okkulter Zauberei. Sie versuchen, eine Verbindung mit dem Südpol des Saturn herzustellen, mit Hilfe von Birkland-Strömen.
Parklandströme. Schon mal gehört? Sie bewegen sich durch die Magnetosphäre der Erde und dann weiter bis hinaus in den Kosmos. Ah, ja. Ein elektrischer Plasmastrom. Oder eine Helix. Eine Leitung direkt zum Saturn. Um die Wesen zu befreien, die dort eingesperrt sind. Wenn man den Nordpol des Saturn betrachtet, erkennt man dort eine Form. Ein Hexagon. Okay. Gut, die anderen Sachen haben wir schon gefragt. Gehört. Danke für das Gespräch. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Ja, gerne doch. Oder auch nicht. Haben wir hier, können wir uns hier irgendwas greifen? Irgendwas mitnehmen? Nimm mal irgendwas mit. Ist okay. Bau einfach mal eben alles auseinander da. Ist richtig. Können wir hier noch was einsacken? Dem haben wir jetzt ja nun schon gequatscht. Da können wir noch irgendwelche Pläne, hat er da noch liegen. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Mhm. Verrückt. Na, wenn er das mal nicht... wenn er mit zu dem Stall gehört da. So, haben wir hier, was haben wir hier noch? Dort hängt ein Einkaufszettel. Notration. Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Oh, okay. Einkaufszettel. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Dann mach das doch einfach. Was ist das hier denn? Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Ja, wozu gucken wir uns das an? Ja. Sonst ist... Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig! Ja, sonst haben wir von hier noch nichts, ne? Kaninchen bauen, nö. Science Fiction, nö. Ich hab gut, dann können wir auch wieder zurück. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. So. Ja, achso. Jetzt geht er runter. Okay, das hat uns jetzt auch nicht so viel weitergebracht. Wir können natürlich mit der Radkappe mal gucken, aber ich glaube... Okay. Vielleicht kommen wir mit der Radkappe vielleicht tatsächlich bei dem Boot ein bisschen weiter, aber ich glaube nicht, das ist glaube ich zu wenig Material. Pfeife, nee. Ist hier sonst noch irgendwas? Gut, gehen wir mal wieder zurück. Ich guck mal, ob wir vielleicht bei dem Boot weiterkommen. Vielleicht picken die Raben auf die richtigen Teile. Hm. Können wir gleich sonst mal gucken. Das sollte als Schaufelrad reichen. Plopp. Viel zu eisig zum Schwimmen. Ahoi. Ahoi. Okay. So, dann müssen wir hier sicherlich noch was... Ah, guck mal. Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Mhm. Interessant. Okay, was steht denn hier oben drauf? Betreten strengstens verboten. Ja. Sensationsfund. Gezeichnet Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Ja, okay. Achso, das sind hier diese komischen Knochen. Sagten Sie nicht, das war dieser Pseudodinosaurier? War das nicht das? Ein Theropode. König der Saurier. Gestorben vor über 70 Millionen Jahren. Kann man sich nicht vorstellen. Beverly, ich stehe vor dem legendären Trüberbrooker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seerungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. Okay.
Hier ist noch eine schöne Leiche drin hier. Reden können wir auch mit der Leiche, siehst du mal? Erstmal gucken. Armer Kerl. Einfach stecken geblieben. Na, sieht's aus, ne? Mal schauen, ob er etwas bei sich hat. Natürlich nur, um zur Klärung der Identität beizutragen. Na klar. Na, was haben wir gekriegt? Ein rostiger alter Schlüssel. Rostiger alter Schlüssel? Ja, ich hab fast eine Vermutung. Verzeihung? Verzeihung? Hallo? Sie sind ein Skelett, weißt du. Rack? Das ist doch garantiert. Ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Kann man schon denken, wer hier das ist. Hier begegnete ich der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Mhm. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Hookauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. Ich kann nur hoffen, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil wird. Das ist doch sicherlich der Bruder von Trud, oder? Das ist mal ganz im Ernst. Verzeihung? Hallo? Wenn ich mir den Kollegen hier angucke, bleibe ich lieber auf den befestigten Wegen. Wie ja. Großmutter immer gesagt hat. Hast du dich im Moor verlaufen? Irgendwas mit Weg? Oje, wie ging... Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Probieren kann man es ja mal. So, schauen wir mal. Können wir da mal reingucken? Ich frage mich, was das ist. Verschlossen. Können wir die Pilze mitnehmen? Pilze? Wie schön sie leuchten. Ja, das sind doch diese Morcheln, oder wie die heißen. Ich komme von hier leider nicht ran. Na ja, gut, dann müssen wir wahrscheinlich wieder mit dem Boot gleich wieder übersetzen. Ja. Irgendwas schimmert grünlich. Ob wir das anfassen sollten? Mir ist schlecht. Irgendwas. Okay, da können wir also nichts machen. Okay, aber den Schlüssel hatten wir dafür ja nicht, ne? Hätte ja sein können, dass der rostige Schlüssel auch da passt. Das sieht aber nicht danach aus. Ahoi! Fahren wir jetzt hier zurück, oder wie? Och, nö. Aber jetzt leuchten wir so schön. Ach! Warte mal. Ahoi! Okay, geht leider nicht. Das geht leider auch nicht. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte hier vielleicht mal irgendwie... Kommen wir denn hier rüber, Mensch? Verzeihung? Armer Kerl. Hm. Dass man hier auch nicht irgendwie mal rüberkommt. Wir müssen ja... Offiziell ja da. Ich komme von hier leider nicht ran. Haben wir eigentlich schon alles angeklickt? Können wir nirgendwo ranklicken. Schade. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht noch mal irgendwie mit dem Boot da rankommen. Ich komme. Wenn ich mir den Kollegen hier angucke, wie Großmutter. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Ja, ich sehe jetzt momentan mal keinen anderen Weg, dass wir da rüberkommen zu den Pilzen, weil die werden ja auch irgendwie einen Grund haben, dass wir die einsammeln sollen. Aber wir könnten vielleicht erstmal versuchen, dass wir erstmal zur Trude wieder laufen. Weil der rostige Schlüssel passt da garantiert, bin ich mir ziemlich sicher. Oder können wir hier mal ein bisschen quatschen? Sie haben das Boot repariert. Wie kann ich Ihnen nur danken? Oh, da gibt es einige Sachen. Nicht nötig. Nein, ich bestehe drauf.
Na, was denn? Nehmen Sie das hier, als Zeichen meiner Anerkennung. Na, was soll's denn sein? Mit dieser Postkarte finde ich mich bestimmt besser zurecht. Okay, wir kriegen eine Postkarte geschenkt, ist doch nicht schön. Danke. Das ist natürlich sehr nett. Ja, gut, dann, mal kurz was gucken. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abgerissen. Ja, gut. Wir laufen jetzt mal kurz zur Trude. Ich habe so die Vermutung... Ach so. Können wir da jetzt überall hinlaufen? Ach so, wir können dann tatsächlich auswählen, wo wir hinlaufen wollen. Das finde ich auch nett. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Kommen Sie ran, der Herr. Wollen Sie noch mal Ihre Muckis testen? Ja, jetzt hauen wir das Ding ins Nirvana. Na gut. Jetzt. Tong, 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 tong. Na, verdammt nicht. Naja, das war ja schon mal. Dachte, wir hätten jetzt voll die Power. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Ja, ein paar Vitamine. Deswegen die Pizza. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ich glaube, mit der Pfeife werden wir da nichts. Abprobieren kann man es ja mal. Oh. Oh. Da passieren Dinge. Na, kommt das Ding runter? Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Ja, sein können, dass der Eimer nochmal irgendwie runterkommt, weil der wird ja irgendwie einen Grund haben, der Eimer. Zuckerwatte. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Immer noch! Was denn die ganze Zeit? Gleich der Hulk, ja. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Irgendwie einen Grund haben. Nee, nee. Nein, nicht da hoch. Nein. Ah, das können wir gar nicht mal anklicken. Ach so, alles klar. Ich dachte, naja. Dann nicht. Aber dann versuchen wir tatsächlich mal mit dem rostigen Schlüssel weiterzukommen. Jetzt mal ein bisschen glühender hier vorbeilaufen. Passt perfekt. Diese. Das war klar. So kriegen wir die Lüttersilie auch da weg. Siehste wohl. Lally, ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Liedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Snifelsjoghurt herabgestiegen ist. Okay. Ich kann kaum etwas sehen. Ja, dafür glühst du ja ein bisschen. Okay. Hast du vielleicht eine Taschenlampe oder sowas? Nee. Trude? Professor, Sie strahlen ja richtig. Ist was passiert? Was meinen Sie? Ach, schon gut. Doch. Richtiges Pfand, hätten Sie noch eine Frage. Eine Frage noch? Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Er trinkt gern. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der ganzen Arbeit. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie. Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase und immer diese gelben Gummistiefel. Na klar. Warum fragen Sie? Ja, ich glaube,
bin ihm begegnet. Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Ja. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie ein Lämpchen finden. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Da kommen wir anscheinend nicht weiter, ne? Ich kann kaum etwas sehen. Ja, ich dachte, du glühst, dann muss es doch reichen. So, ich guck mal, aber es sieht nicht danach aus, als wenn hier irgendwas aufleuchtet. Mäh. Freiwillig geht er auch nicht rein. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich mal irgendwie eine Lampe oder sowas mopsen. Wir können natürlich oben auf unserem Zimmer nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht eine Lampe hatten oder so, die wir uns mal eben... Wie ist die Lage? Geht so. Du siehst schlimm aus. Tut mir leid. Ach, schon gut. Wirklich, ich höre das häufiger. Wie steht es um unseren Quantendiskriminator? Kommst du wirklich aus einer Dimension, oder? Noch zum Thema Dimensionsreisen. Wegen des Quantendiskriminators. Ja? Ich habe leider völlig den Überblick verloren. Was brauchen wir nochmal? Am besten guckst du dir den Plan an. Wir brauchen eine Energiequelle, am besten eine richtig starke. Während wir in meiner Dimension hätte ich vorgeschlagen, eine dieser tollen 90.000 Volt Batterien einzusetzen. Ja. Aber die Möglichkeit haben wir leider nicht. Ja. Puh, das ist ganz schön viel Saft, den wir da brauchen. Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Klein genug, um ihn hier drin zu verbauen. Eine braunsche Röhre vielleicht? Aus einem TV-Gerät? Könnte funktionieren. Da weiß ich was. Ein Interface, um das Gerät zu steuern. Eine Tastatur, eine Klaviatur, irgendein Eingabegerät eben. Verstehe. Und dann noch ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Teil um die Ohren. Irgendwelche Ideen? Wasser wird wohl nicht reichen. Lass dir was einfallen. Ja. Okay, ich bin bald zurück. Ja, das haben wir natürlich alles noch nicht. Aber ich glaube, der hilft uns jetzt auch nicht so wirklich weiter. Geht so. Okay, ich glaube, das bringt uns alles nicht weiter. Also, wie wollen wir vorgehen? Erstens, wir müssen... Zweitens, drittens... Draußen feiern sie. Oh, was haben wir hier denn noch? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das? Interphasenspulenschlüssel. Ach so. Quantenflussregulator. Ja. ODN-Koppler. Ja, das habe ich gleich gesehen. Habe ich gleich gesehen. Wusste ich gleich Bescheid. Interphasenspulenschlüssel. Ja, das habe ich doch schon. Das wollte ich anklicken. Das. Ein Auszug aus Tomklins Notizen. Benzinpulver. Benzinpulver. Okay, was ist da oben? Das ist der Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. Ah, okay. Ja. Ja. Gut, da kommen wir erstmal nicht weiter. Ich muss mal gucken, was ich noch im Inventar habe. Nee, will er nicht? Zeigt er mir nicht. Okay, gut, dann nicht. Guck mal, was die Lütte sagt. Sie ist wieder in ihrem Paralleluniversum. Sie ist wieder in ihrem... Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Naja. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert. Ja, ja. Wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue, das bringe ich nicht übers Herz. Na. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Sollten wir nochmal auf den Berg rauf?
Wir brauchen ja auf jeden Fall Energie. Das ist ja die einzige Energiequelle, die ich kenne, das war oben auf dem Berg. Mehr war da eigentlich nicht. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Ja, stell dich nicht so an. Man muss eine Münze einwerfen. Ja, die Münze, die wir natürlich nicht mehr haben, die wir, ja, womit wir uns das gewünscht haben. Hier vielleicht nochmal. Steck deinen Finger rein. Nee, ich glaube nicht. Verschlossen. Wir können natürlich hier nochmal vielleicht runterfahren. Ich weiß nicht, kommen wir da nochmal drauf. Mit deren Händen zum Portal zurückkehren. Ja, das ist doch alles. Nee. Was ist denn hier oben? Das da. Symbol. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. An einer der Felswände ist mir ein Zeichen aufgefallen. Ein Hexagon. Über seine Bedeutung kann ich nur Vermutungen anstellen. Okay. So, da kommen wir auch nicht weiter. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Gut, hier geht's auch nicht weiter. Also. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Geht gleich los, Kumpel. Ich hab schon genug. Ahoi. Ich muss dann mal wieder. Passe auf dich auf. Ja, momentan komme ich hier nicht so wirklich weiter. Hab ich eigentlich noch mal einen Blick ins Inventar hier? Ja, zeigt mir natürlich jetzt momentan nicht an. Klar. Trüberbrook. Wir können ja eigentlich überall nochmal hin, ne?